Es gibt in der akademischen Welt eine Standarddefinition, die weltweit akzeptiert ist. Das ist folgendes: Künstliche Intelligenz ist die Realisierung von menschenähnlichem Verhalten und den zugrunde liegenden kognitiven Fähigkeiten auf digitalen Computern. Das ist ganz einfach. Und man unterscheidet dann zwei Richtungen. Das eine ist die ingenieurwissenschaftliche. Da hat man nicht den Anspruch, dass die Modelle, die man benutzt, wirklich der Realität im Gehirn entsprechen. Und das zweite ist die kognitionswissenschaftliche, mehr Grundlagenwissenschaft, wo man sagt, naja, wir wollen ja ein Stück weit den Menschen verstehen und ein naturwissenschaftliches Modell des menschlichen Denkens, Fühlens, Verstehens und so weiter entwickeln. Das gibt es auch, die beiden Strömungen, und die haben natürlich Überlappungsbereiche. Ich sage immer gerne, KI heißt eigentlich künftige Informationstechnik, auch nicht nur künstliche Intelligenz, sondern es ist eigentlich die Avantgarde der Informatik. Und insofern ist es so, dass natürlich künstliche Intelligenz immer eingebettet ist in die Informatik und IT-Forschung. Aber wir haben auch sehr nahe Verbindungen zu beispielsweise den Biowissenschaften, natürlich Gehirnforschung logischerweise, aber auch kognitive Psychologie spielt eine Rolle. Neuerdings dann auch sehr stark natürlich die Sprachwissenschaft, das hat mich ja auch immer angetrieben. Und wenn ich Roboter brauche, komme ich um die Mechatronik nicht rum. Das ist ja eine weitere Ingenieurwissenschaft. Das ist so die Landschaft. Aber nur der große Unterschied ist, Big Data brauche ich. Ich brauche sehr große Datenmengen, um maschinelles Lernen innerhalb der KI durchzuführen. Nur unter Big Data versteht man normalerweise, dass dort jemand sich vor den Bildschirm setzt und dann statistische und andere sogenannte data-analytische Methoden benutzt, um dann aus diesen Daten Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist aber schon relativ alt in der Wissenschaft, und nur in den letzten Jahren hat man es etwas perfektioniert, indem man da Werkzeuge für die Datenanalysten bereitgestellt hat. Aber wenn Sie heute zu einem Investmentunternehmen gehen, dann haben die das alle. Sie sitzen ja alle vor Bildschirmen, machen da auch Börsenbewertungen und so. Das ist dann, da braucht man Big Data. Nur, Big Data ist nur eine Voraussetzung, um dieses jetzt zu automatisieren. Denn in der KI brauchen wir ja keinen Datenanalysten, sondern der Datenanalyst ist ja das KI-System. Das ist der Algorithmus, der daraus lernt und das automatisch macht. Insofern nimmt auch, wenn Sie die Annoncen nach Stellenanzeigen mal durchgucken, gibt es kaum noch Firmen, die Data Analysts suchen. Weil, warum? Weil das macht ja heute die KI. Das ist eine sehr gute Frage, weil kognitive Fähigkeiten untergliedert man ja. In der Intelligenzforschung sagt man, es gibt die kognitive Intelligenz. Das ist das, was die meisten Menschen auch intuitiv darunter verstehen. Ne, der Computer hat den Schachweltmeister geschlagen, er kann Kreuzworträtsel lösen, aber er hilft mir auch in meiner täglichen Lebensbewältigung, gibt gute Tipps, rechnet mir den Schach. Das ist eigentlich die kognitive Intelligenz. Hier gibt es die größten Anwendungsbereiche. Hier sind ja sogar die KI-Systeme an einigen Stellen besser als der Mensch, ja? Weil es gibt ja kein Brettspiel mehr, wo nicht die KI den Weltmeister schlägt. Ja? Wir hatten mal angefangen mit Dame, dann kam Schach, dann kam Go, jetzt hat man sogar Poker, was ja viel schwieriger ist, auch geschafft. Es gibt eigentlich kein Spiel mehr, wo das nicht der Fall ist. Und dann wundert man, sagen die Menschen, ah, das ist ja super intelligent. Aber die zweite Linie der Intelligenz ist ja die sogenannte sensomotorische Intelligenz. Die spielt im praktischen Leben eine extrem große Rolle. Jeder Handwerker besitzt gute Fähigkeiten, aber ein Fußballspieler wie Ronaldo ja auch. Das heißt, das ist die Koordination von dem, was ich sehe, wie ich meine Umgebung wahrnehme, fühle und dann aber auch motorisch jetzt Aktionen sehr geschickt umsetze. Das ist die zweite Geschichte. Da ist mit der künstlichen Intelligenz heute noch kein Stand erreicht, der so gut ist wie bei Menschen. Wir kommen ja später nochmal drauf zurück. Also es ist praktisch so, dass wir einen normalen Handwerker, wenn Sie zum Beispiel jemanden beauftragen, bei Ihnen in der Küche die Waschmaschine zu reparieren, das kriegen wir heute mit KI nicht hin. Da wird zwar oft gesagt, der Roboter ersetzt die. Nein, wenn Sie Handwerker sind, dann die beste Aussichten, so schnell nicht von der KI verdrängt zu werden. Bei rein kognitiven Berufen, wo Sie also nur mit Papier und Bleistift oder heute natürlich mit PC, Maus und Bildschirm arbeiten,
Da ist es viel wahrscheinlicher, dass diese Anteile von Berufen zurückgehen. Und das Dritte, wo es nun fast völlig unmöglich ist, heute eine qualitative Leistung von KI zu verlangen, das ist die sogenannte soziale und emotionale Intelligenz. Eine Managementfunktion lebt ja ganz stark von der sozusagen sozialen und emotionalen Intelligenz, dass ich in die Rolle ihres Gesprächspartners reindenken, dass sie auch Feeling haben für Teambildung, ja, und so weiter. Solche Prozesse zu managen, und da kann man sagen, ist man fast bei null. Wir merken das immer bei unseren Fußballrobotern, die haben zwar zimmer die Weltmeisterschaft gewonnen in KI-Fußball. Gerade da sind wir in Deutschland wirklich sehr gut, aber wenn Sie die Fußballspieler mal angucken, die geben nie ab. Die, wie die kleinen Kinder, rennen sie, wenn sie die Eltern haben, blind aufs Tor, wollen da selber reinkicken. Wir haben fast 2 Jahre gebraucht, um diesen Fußballspieler mal den Doppelpass beizubringen. Und man kann sagen, Fußball ist zum Beispiel ein Beispiel für auch soziale Interaktion. Man muss auch mal kurzzeitig verzichten und im Sinne der Mannschaft spielen, um eine Abseitsfalle aufzubauen und so weiter. Und diese Bereiche, die aber natürlich in Unternehmen eine ganz große Rolle, gerade in der Führung, spielen, die sind mit KI im Moment nicht machbar. Das könnte ich noch länger begründen, aber es liegt hauptsächlich daran, dass zum Beispiel Emotion wird ja bei uns im Gehirn über chemische Prozesse gesteuert und Hormone, und Computer haben nun mal keine Hormone und können auch keine Gefühle entwickeln. Sie können aber Gefühle erkennen bei anderen, aber selbst agieren sie nicht empathisch. Das ist der große Nachteil, und dadurch scheiden sie für solche Tätigkeiten eigentlich aus. Ich glaube, auf die Dauer werden alle davon profitieren, da bin ich ganz fest überzeugt. Aber wenn wir mal angucken, was heute nach Branchen eigentlich die Hauptbranchen sind, wo es angewendet wird, da muss man in Deutschland, ich spreche jetzt nur für über Deutschland, haben wir die verarbeitende Industrie, das Gewerbe und die Mobilität und Logistik. Und das ist ja zusammen, das ist das Programm Industrie 4.0, also die nächste Generation von Herstellung von physischen Produkten, wo ja Deutschland die Führerschaft in vielen Bereichen noch hat, zum Glück. Das ist auch ein ganz großes Gebiet für die KI. Das wird heute, wir haben in Deutschland jetzt schon über 400 praktische und erfolgreiche Anwendungen in dieser Richtung. Die zweite Sache ist Gesundheit und Pharma. Das sind auch relativ viele, weil natürlich die Pharmaindustrie, gerade die Biotechnologie, wenn Sie eine Firma wie BioNTech für die Vakzine sehen, die haben ein paar hundert Leute in KI, die jetzt daran arbeiten, neue Impfstoffe mit Hilfe von KI zu entwickeln. Sie wissen, die Proteinfaltung ist gelungen durch KI, nachdem da jahrelang dran geforscht hat mit Menschen. Jetzt hat die KI selber gefunden, wie man das richtig macht. Das sind also die drei großen Bereiche in Deutschland. Aber auch natürlich in dem Bereich Handel gibt es einiges. Und kurioserweise kommt man oft nicht drauf in der Agrarwirtschaft. Also bei den Landmaschinen, wenn Sie heute große Landmaschinen, das fängt beim Mähdrescher an und hört bei der Kartoffelerntemaschine auf. Da ist schon KI praktisch drin. Diese Firmen sind sehr aktiv und sind ja auch wirklich zum Teil Weltmarktführer. Summa summarum, industriell kann man sagen, Deutschland hat es eigentlich verstanden, in viele Exportschlager, das fängt von der Miele-Waschmaschine an und geht bis hin zu Fahrzeugen von den großen Herstellern, dort KI zu injizieren. Ich sage immer, eine Spritze KI hineinzufügen, um diese Produkte zu veredeln, um sie noch auf ein höheres Niveau zu bringen. Man muss nur sagen, KI alleine, das gibt es relativ selten. Wenn ich kein Smartphone habe, kann ich auch keine KI haben im Hausgebrauch. Also insofern ist es zum Teil Unsinn, was behauptet wird, dass KI eine völlig isolierte Technologie, die man jetzt hier als die große Heilsversprechung, sondern sie muss immer kombiniert werden mit bestehenden Anwendungen und bestehenden anderen Technologien. Es ist also im Grunde genommen jetzt auch nicht so etwas Besonderes. Es ist eben ein Teilgebiet der Informatik. Es ist sicherlich die Avantgarde, wie gesagt, weil da ja versucht wird, Dinge zu automatisieren, die bisher nicht automatisierbar erschienen.
Also bei der sogenannten prospektiven Wartung, da ist es heute gang und gäbe. Wenn Sie heute eine Gasturbine zum Beispiel von der Firma Siemens, die ja auch unter anderem herstellt in Deutschland, dann ist dort KI im Spiel. Warum? Weil die vielen Sensoren, die an einer solchen Turbine angeheftet sind, die in Realzeit auszuwerten, um dann das Hochfahren der Turbine zu beobachten und festzustellen, ob dort noch Teile sind, die man jetzt besser schnell austauscht, bevor man einen Schaden nimmt. Das ist heute eigentlich gang und gäbe in vielen. Siemens ist ein Beispiel. Es gibt auch kleinere Artikel sozusagen, ja, bis hin zur Bohrmaschine, wo das auch schon möglich ist. Also diese präventive Wartung, und das spart ja viel Geld, weil früher hat man einfach gesagt, da muss man eine zyklische Wartung durchführen und sagen, ja, alle 5 Monate bitte hier das Getriebeöl austauschen. Und das hatte natürlich negative Auswirkungen auf die Umwelt. Oft war das Öl noch gar nicht so weit, dass es ausgetauscht werden musste. Zweitens kostet es viel Geld. Und diese Algorithmen, die natürlich auf Big Data wiederum trainiert sind, können selber den Vorschlag machen, so, jetzt ist es soweit, nächste Woche muss aber nun wirklich die Wartung passieren. Also das ist ein konkretes Beispiel. Das geht vom Aufzug übrigens, Thyssen hat das bei den Lifts, die sie gebaut haben, schon sehr früh auch eingeführt. Und ich nannte eben Siemens, ich könnte x Beispiele nennen, wo das der Fall ist. Und das ist nun wirklich auch ein großer wirtschaftlicher Vorteil und wird gerne angenommen. Als ein Beispiel. Nach unserer neuesten Statistik gibt es in Deutschland auch schon dort in dem Bereich Finanzen, Versicherung, Immobilien 69 praktische Anwendungen. Ich war selber in einige involviert. Es sind nicht so viele, aber die sind qualitativ sehr hochwertig. Da ist der Hauptfokus auf der Anomalieerkennung, also Fraud Detection, wie man heute neudeutsch sagt, also quasi Betrug. Das geht vom Hochgeschwindigkeitshandel bei der deutschen Börse bis zum Versicherungsbetrug bei der Allianz zum Beispiel. Da ist KI im Spiel. Wir können heute zum Beispiel vollautomatisch feststellen, wenn wir ein Foto bekommen ohne Gutachter von einem Fahrzeug, was angeblich einen Schaden genommen hat, was weiß ich, in der Garage falsch eingeparkt. Jetzt will der Kunde Geld. In Wirklichkeit sieht das System, Moment mal, der hat da selber mit dem Hammer draufgeschlagen. Ich bringe mal ganz stark vereinfacht. Das ist ein typischer Versicherungsbetrug, der sehr häufig vorkommt. Das können die Systeme sehr gut erkennen, weil, wie gesagt, so ein KI-System guckt eben sozusagen noch auf Merkmale hin, die der Mensch gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Also sie sind in dem Sinne gründlicher und unerbittlich und besonders aufgrund des Trainings, wenn man denen sehr viele Fälle gibt von solchen Betrugsfällen, dann lernen die Merkmale, die der Mensch sich selber so nicht herausgebildet hat. Und dadurch sind sie da besser. Also das ist dann schon superhuman Möglichkeiten. Nur man darf das nicht verallgemeinern. Man kann jetzt sagen, ja, um Gottes Willen, die KI ist ja ständig besser als der Mensch. Nein, in den meisten Fällen ist sie schlechter, aber man muss eben die guten Beispiele raussuchen. Und das ist in der Finanzindustrie, würde ich sagen, ist das eigentlich eine ganz wichtige Sache. Das Zweite ist natürlich immer wieder Voraussage, und es gibt heute schon KI-Systeme, die auch im Einsatz sind, die zumindest graduell auch bei Aktienkursvorhersage, das ist ja ein uraltes Gebiet mit verschiedenen Algorithmen, aber man hat festgestellt, durch die modernen KI-Algorithmen, gerade durch das Deep Learning, kommt man sogar noch einen Schritt weiter. Man kann also empirisch nachweisen, dass die Vorhersagen sogar ein bisschen zutreffender sind als das, was man bis mit der bisherigen Software erledigen konnte. Ja, sie kann sicherlich in dem Sinne bereichern, als diese Auskünfte nun wirklich 24/7 möglich sind, wenn man das etwas personalisiert. Das gibt es ja schon. Man kann auch diese Systeme so trainieren, dass sie eben auf eine Person und deren Gewohnheiten, deren Formulierung stärker eingehen. Aber es ist natürlich kein Ersatz für das Vertrauen, was zum Beispiel so im Bereich Vermögensverwaltung, Sie haben ja das Beispiel gebracht, eine ganz große Rolle spielt. Dieses Vertrauen kann man ja nur aufbauen, wenn das System auch immer wieder in der Lage
Lage ist, die Ratschläge zu begründen. Und zwar so, dass sie in dem Weltbild des Kunden auch passen, ne? Dass er das versteht. Wenn ich dann eine akademische Begründung gebe und dem eine Formel vorlege, ja, so habe ich das berechnet, das reicht ja nicht. Die Kunden müssen davon überzeugt sein und auch positive Erfahrungen damit gemacht haben. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, das wird auch durch KI nicht ersetzbar, zumindest auf kurze Sicht. Man soll nie sagen, es geht nie, dazu bin ich zu sehr Naturwissenschaftler. Es gibt ja kein Naturgesetz, was verbietet, dass es möglich ist. Aber da sind wir meilenweit entfernt. Das wird so schnell nicht kommen. Es ist auch von der Kosten-Nutzen-Relation ja unsinnig. Man kann also das Geschäft etwas veredeln, indem man sagt, wenn Sie mal zwischendurch eine technische Frage haben, dann unser Spezial-Chatbot für Sie selbst geschrieben, der gibt Ihnen dann nochmal Auskunft. Aber wenn Sie jetzt eine langfristige Anlageberatung, das machen wir, macht immer unser Herr X, den Sie ja gut kennen und so weiter. Also das wird ja bleiben und das ist auch durchaus sinnvoll, denn man muss sagen, eine große Schwäche der heutigen Systeme ist ja noch, dass sie die Begründung für ihre Aussagen oft nicht sozusagen gut formulieren können. Manche können es gar nicht, die geben überhaupt keine Begründung ab, sagen, so ist es halt. Manche machen das, aber auch da oft unverständlich und zum Teil sogar fehlerhaft. Das ist ja das Schlimme bei den ganz großen Sprachmodellen, was wir erleben, wenn Sie es, das ist nicht nur bei dem Bard von Google so, was oft da kritisiert wurde, sondern das ist ja bei ChatGPT genauso und bei, wenn Sie jetzt nach China gehen, Baidu kommen auch ständig Fehler vor. Alle Systeme, die ich kenne, wir haben ja inzwischen mehr als 30 solche Systeme, die alle recht ähnlich sind, kommen immer wieder mal Fehler vor. Und das können wir uns in so einer Geschäftsbeziehung auf hohem Niveau natürlich nicht erlauben. Beziehungsweise das System müsste sich dann auch entschuldigen können. Das machen die Systeme ja prinzipiell nicht. Ne? Nein, also da ist noch ein großer Abstand. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich ganz tolle Möglichkeiten mit dieser auch jetzt Large Language Technologie, weil es gibt ja viele Standard Beziehungen, ja, und die wären besser, wenn Sie heute eine Auskunft bei irgendeinem Callcenter holen. Ja, die ist ja unpersönlicher und qualitativ schlechter als von einem Chatbot. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also das Niveau einer normalen Telefon-Hotline, ja, erreichen die allemal. Aber das hat ja nichts mit der privaten sozusagen Face-to-Face-Beziehung, die man hat bei wirklich wichtigen Entscheidungen, auch Notarberatung, Rechtsanwaltsberatung, weil da bin ich sehr skeptisch, auch schon aus Haftungsgründen. Das kann ich absolut nicht unterstreichen. Wir arbeiten ja sehr mit China. Ich bin häufig in China und auch in den USA sowieso. Da war ich ja auch lange Zeit und habe da beste Verbindungen. Ich war ja sogar Präsident der weltweiten Vereinigung für KI. Insofern kenne ich die Verhältnisse. Und man muss das differenzieren. Natürlich, Deutschland ist in dem B2C, also in dem Markt für den Endkunden, schlecht aufgestellt. Das liegt aber nicht, dass man zu dumm ist, das zu tun, sondern einfach, wir haben den Markt nicht. Das lohnt sich nicht. In Deutschland, ja, Sie sehen es ja, Zalando, das sind alles Firmen, das sind Nachahmermodelle von amerikanischen und die fliegen ja auch nicht. Die machen kaum Gewinne, wenn überhaupt. Und das läuft hier nicht. Sie haben in Europa zu viele verschiedene Gesetzmäßigkeiten. Es gibt keinen echten digitalen Markt für Endverbraucher in Deutschland. Das ist in USA und China natürlich ganz anders. Insofern skaliert das. Ich kann nur jeder Firma raten, machen wir auch unsere Spin-off-Firmen, die haben wir alle verlagert, die jetzt B2C machen, in die USA oder nach China. Das bringt nichts. Aber jetzt kommt es. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben natürlich die Stärke, liegt ja bei uns in der Entwicklung hochqualitativer und auch hochpreisiger Maschinen. Also Werkzeugmaschinen, wenn Sie heute in eine chinesische Fabrik gehen, das sind ja alles deutsche Maschinen. Auch in Tesla, ich war kürzlich nochmal dort, die Tesla-Fabrik in den USA, 90% Maschinen aus Deutschland. Ja? Das heißt, und da ist die Marge viel höher, als wenn ich jetzt 5 Cent verdiene, ja, bei irgendeinem Artikel im Internet. So, das heißt, darauf müssen wir uns spezialisieren. Das läuft auch sehr gut. Wir haben die Führerschaft immer noch. Das sagen die Chinesen und auch die Amerikaner in jedem Gutachten, wenn es darum geht, ja, unsere Mittelständler im Maschinenbau, in physischen
sehr guten Marken zu verteidigen, dann läuft das mit KI sehr, sehr gut. Aber wo wir wirklich eins der Schlusslichter sind, aber ganz Europa, ist beim Konsumenten. Ja, wir können auch so gut leben, denn letztendlich, das zeigt ja, wenn wir heute die Firmen angucken, die stehen ja alle gut da. Ja, im Grunde genommen, die Mittelständler stöhnen immer mal wieder, aber letztendlich sind sie Weltmarktführer. Wenn sie Lasertechnologien in der Fabrik angucken oder Sensoren, die kommen alle aus Deutschland. Lackiermaschinen, Lackierroboter, es wird ja immer gesagt, Roboter. Ja, aber wir haben so viele Spezialroboterfirmen in Deutschland, die auch in der Fabrik eine Verwendung finden. Also sind wir gut aufgestellt und da spielt die KI eine große Rolle. Diese Firmen haben das frühzeitig erkannt. Ja, es werden natürlich auf jeden Fall gewisse Aufgaben wegfallen. Das ist ohne Frage. Aber das heißt nicht Jobverlust. Es gibt dann andere Aufgaben. Also wir sehen das ja, wir haben ja einen Fachkräftemangel. Wenn ich nochmal auf das produzierende Gewerbe zurückkomme, die suchen ja alle Mitarbeiter. Es ist ja nicht so, ja, dass da keine Mitarbeiter gebraucht werden. Auch bei Industrie 4.0 ist ja nicht die menschenleere Fabrik, da brauchen wir Mitarbeiter, aber zum Teil mit anderen Skills, ne? Die Aufgaben sind unterschiedlich. Wir müssen also noch mehr in die Umschulung und die Ausbildung reinstecken. Das ist ganz essentiell. Aber ich bringe immer gern das Beispiel Robotik. Da wurde ja auch mal gesagt, um Gottes Willen, die Roboter, wir müssen eine Robotersteuer einführen. Wir haben heute den Fakt, Deutschland ist das Land in Europa, das die meisten Roboter, weltweit stehen wir an dritter Stelle, da ist noch zum Beispiel Korea vor uns und China, aber USA zum Beispiel weniger. Wir haben also eine hohe Robotisierungsquote und trotzdem haben wir im produzierenden Gewerbe die geringste Arbeitslosigkeit von ganz Europa. Das kann ja die These, wenn das so wäre, dass da massenweise, das stimmt einfach nicht, ja. Und nur durch Robotik können wir auch diese Unternehmen noch in Deutschland halten, sonst wären wir eben auch zu teuer, ne? Also die Arbeitsplätze werden gesichert. Wir haben, letztes Argument ist noch, wir haben natürlich die Aging Society, die Gesellschaft wird immer älter und gerade auch da hilft die KI, ja, älteren Arbeitnehmern noch weiter zu arbeiten. Ich sehe es persönlich schon kommen, dass wir auch mit 70 noch in Arbeitsverhältnissen sein müssen, auch wegen der Rentenversicherung und weil es den Leuten ja auch durchaus Spaß macht. Warum wollen sie noch 30 Jahre als Rentner zu Hause rumsitzen? Arbeit ist ja etwas, was auch eine Befriedigung für viele. Und wir müssen die Arbeitsplätze, die können wir mit KI auch so interessant und auch gesundheitserhaltend gestalten, dass das funktioniert. Nee, kurioserweise, sie werden keinen tollen Job natürlich finden, ohne Ausbildung, das ist ganz klar. Ungelernte Arbeiter, aber wie ich eingangs schon sagte, das ist ein Phänomen, was mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Man muss eigentlich mehr Respekt für die Grundintelligenz des Menschen haben. Wir alle sind ja irgendwie akademisch ausgebildet und man bildet sich was drauf ein. Das ist aber Quatsch. Im Grunde genommen sind das gerade die Dinge, die man an der Uni oder in höheren Bildungsanstalten überhaupt lernt, die kann man durch KI leichter ersetzen als das, was jeder Mensch schon mitbringt. Ich sagte ja, die Sensormotorik, der Mensch ist derartig geschickt, auch in der Handhabung von Dingen und wie schnell er Dinge wahrnimmt und erkennt. Ja? Wenn Sie heute Müllabfuhr ist sicher kein Beruf, den viele anstreben. Aber das könnten wir auch nicht vollautomatisieren. So eine Mülltonne aus dem Keller da hochzustemmen und so weiter, die auch noch reinzupressen, den Müll, das ist dann im Müll und so weiter. Man muss eigentlich mehr Respekt, da steckt eben auch Intelligenz hin. Und ich sage immer, ja, jeder Mensch bringt schon so viel Intelligenz per Geburt, ohne Ausbildung, wenn er ganz schlecht ausgebildet ist, schlechte Verhältnisse und so, der kann im Grunde genommen trotzdem noch erheblich mehr als der beste Roboter, den wir haben. Also das muss man ganz ehrlich, insofern fehlt mir manchmal den Respekt vor diesen Menschen. Nur man muss sagen, naja, die werden natürlich keine Hochlohnsache haben und die können sich am Leben halten damit. Aber da habe ich eigentlich kein Bedenken. Also diese Tätigkeiten, die wird es auch weiterhin geben, weil es auch jetzt ökonomisch sich gar nicht lohnen würde,
Ja, das wäre so ein gigantischer Aufwand. Selbst wenn ich jetzt sage, wir machen 10 Jahre Forschung und haben dann den Müllroboter, der die da hochwuppt in den Müllwagen, das macht keinen Sinn. Ja, und insofern, diese Leute haben eigentlich, so meine These, eigentlich einen sicheren Job, genauso wie jeder Handwerker. Das ist besser als jeder, der Jura studiert hat oder Betriebswirtschaft, würde ich mal sagen. Das muss man ganz klar aussprechen. Also das gibt es natürlich auch. Und ich war ja in der Datenethikkommission, habe mich sehr mit diesen Problemen, also mit vom Theologen bis zur Ethikprofessoren dort immer wieder unterhalten. Wir haben großen Bericht darüber geschrieben und wir haben so eine Kritikalitätspyramide aufgebaut. Und ganz oben stehen dann Dinge, die will man wirklich absolut nicht. Ich bringe mal ein Beispiel. Was ich privat absolut ablehne, sind zum Beispiel Gehirnmanipulation. Es ist ja möglich, heute das Gehirn teilweise auszulesen. Das hat auch gute Gründe zur medizinischen Behandlung, dass sie also sagen kann, ich kann Gedanken lesen. Noch sehr vorsichtig, aber es funktioniert. Ich kann schon feststellen, sie werden mir jetzt gleich die Hand reichen, zum Beispiel. Also eine motorische Aktion, die wird ja im Gehirn geplant. Die kann ich praktisch aus dem Gehirnstrom auslesen und weiß schon, was sie als nächstes machen. Das würde ich noch akzeptieren. Aber jetzt geht es weiter. Ich kann auch durch Magnete, sehr starke magnetische Felder, kann ich das Gehirn so beeinflussen, dass es eine gewisse Tätigkeit gegen ihren Willen ausführt. Also beispielsweise ein Knopfdruck, ich bringe mal das Beispiel, ja, wo jetzt eine Atombombe ausgelöst wird. Sie drücken auf den roten Knopf. Obwohl sie es eigentlich nicht wollen, sind praktisch ferngesteuert. Das ist das Umgekehrte. Man nennt das Hirn-zu-Hirn-Kommunikation. Einer denkt sich was, der soll jetzt machen und der andere macht es tatsächlich. Und das geht alles automatisch. Da würde ich sagen, das kann man nicht mit unserem Menschenbild. Das ist ja gegen die Würde des Menschen, weil sie sind ja praktisch dann nur noch eine Marionette, die ausführt, was ein anderer Mensch. Das ist auch in Europa, soll das jetzt verboten werden. Ich habe selbst eine Vorführung mal mitgemacht. Es ist auch sehr gefährlich. Man kann auch epileptische Anfälle davon kriegen. Muss also alles Mögliche unterschreiben. Ich habe es trotzdem mal probiert. Es ist tatsächlich, es funktioniert. Sie können Ihre Hand bewegen, sogar die Zunge rausstrecken geht. Ja, das lasse ich mit dem, wenn ich jetzt die Zunge rausstrecken würde. Ja, würden Sie was sagen, hat er noch alle Tassen im Schrank? Aber ferngesteuert quasi ist möglich, muss verboten werden. Das entspricht eigentlich absolut nicht unserem Menschenbild. Ist ein einfaches Beispiel. Anderes Beispiel ist natürlich jetzt bei den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, haben wir auch gesagt, was auch nicht geht, ist, dass man Drohnenschwärme so programmiert, dass sie wahllos Tötungsziele sich aussuchen. Also das geht natürlich, das ist machbar, aber wir würden auch sagen, das ist nicht möglich. Wenn es um solche Maßnahmen geht, muss letztendlich immer ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen die Verantwortung. Sonst schiebt es ja einer auf den anderen. Das kann man nicht machen, gerade in kriegerischen Auseinandersetzungen. Das sollte gebannt werden. Das ist auch in USA im Gespräch. In Europa ist es schon so, dass es eigentlich untersagt ist, in Waffensysteme sozusagen selbstentscheidende Roboter einzubauen, die dann als Tötungsmaschine wild um sich werfen. Kein Mensch weiß ja, warum haben sie gerade dieses Opfer ausgewählt. Das ist auch etwas, was ich privat auch ablehne. Und was aber hier umgesetzt wird. Deutschland steht da ja mit an der Spitze, auch wenn es um ethische Erwägungen geht. Und ich muss sagen, das ist auch berechtigt, oben in der Kritikalitätspyramide. Nur wir müssen aufpassen, dass ja oft die Kritik, dass das dann verallgemeinert wird. Und in der unteren Stufe haben wir ja viele ganz harmlose, wenn jetzt jemand sagt, ja, wir sollen aber Apps untersagen, die auch noch Kunden Ratschläge geben, das finde ich unsinnig. Denn jede Werbung macht das ja heute auch schon. Ne? Und warum soll nicht ein KI-System Ihnen sogar auf Ihre Person zugeschnittene Empfehlungen geben? Sie können ja ablehnen, ja, und können mal fragen, wie kommst du denn darauf? Und wenn dann die Antwort nicht überzeugend ist, dann nehmen Sie den Rat nicht an. Also ich meine, da wird auch oft übertrieben in der negativen Seite, aber ich bin ganz d'accord, es gibt welche, die sollte man prinzipiell von vorne rein ausschalten.
Ja, also das ist natürlich eine staatliche Aufgabe und deshalb hatten wir ja die ganzen Ethikkommissionen, die gut gearbeitet haben. Wir waren da, unsere Vorschläge sind ja in den USA, in Europa aufgenommen worden, das muss man sagen. Aber Institutionen, ja, da ist man jetzt gerade dabei. Also für die Normung ist ja DIN wirklich auch weltweit anerkannt. Das fängt vom DIN A4-Blatt, was jeder kennt, an, aber es geht ja heute in die gesamte Technik, wenn Sie Autos betrachten oder Normen im Bereich der Abgaswerte und so weiter. Macht alles DIN so erstmal die Norm und wer prüft es? Ja, beispielsweise auch der TÜV. Also wir haben mit DIN und TÜV haben wir zwei Institutionen. Natürlich gibt es auch DEKRA und andere, die es auch machen, auch sehr gut. Aber da hat Deutschland eigentlich ein System entwickelt, was ja später erst in beispielsweise Japan übernommen worden ist. Also da sind wir wirklich Weltmeister. Und DIN, muss ich sagen, ist auch eine Institution, die auch in den USA große Resonanz findet. Natürlich haben die auch eigene Normungs, die haben Institutionen, NIST. Das ist das National Institute für Normen dort in den USA. Mit denen arbeiten wir zusammen. Denn Normen, die man nur lokal bildet, die sind ja nichts wert. Wir müssen ja dafür sorgen, dass das international, übrigens auch in China, dann Anerkennung findet. Und da sind wir sehr stark unterwegs. Das ist ein großer Prozess noch, der vor uns liegt. Denn jetzt wirklich eine Intelligenzleistung, nehmen Sie einfach mal das autonome Fahren her, zu überprüfen beim TÜV, ist natürlich schon eine Herausforderung. Und da arbeiten wir jetzt dran, wirklich ganz konkrete Verfahren, dass ein Prüfingenieur wirklich sagen kann, dieses Fahrzeug, das erkennt vollautomatisch ein Wildschwein nachts auf der Fahrbahn und macht dann eine Vollbremsung. Ja? So, das müssen wir aber zuerst mal testen. Das heißt, wir sind jetzt dabei, solche Testinstallationen, ja, heute fahren Sie beim TÜV auf dem Laufband, da werden Ihre Bremsen mal überprüft, ja. Aber solche eine Erkennungsaufgabe, Sie müssen ja dann in dem Moment dem System ein solches Wildschwein über seine Sensoren einspielen und mal gucken, ja, erkennt das oder erkennt das nicht? Oder das Kind, was mit dem Bobbycar gerade auf die Straße rollt und so weiter. Das ist noch eine Herausforderung, da arbeiten wir jetzt dran, synthetische Daten. Das ist also noch nicht so weit, synthetische Daten so aufzubereiten, dass das System wirklich den Eindruck hat, ja, das passiert und dann richtig reagiert. Das wird aber, da bin ich überzeugt, in den nächsten, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren passieren, sodass solche, auch wenn es nur halbautonome Fahrzeuge sind, unbedingt dort auf einen Prüfstand müssen. Und das ist übrigens im Interesse auch der Hersteller, denn der Airbag hat ja deshalb aus Deutschland heraus, wir waren ja die Ersten, die Airbags hatten, die sind ja in Deutschland erfunden worden. Ja, wenn wir da kein Prüfprotokoll gehabt haben, dass das Ganze wirklich funktioniert, hätte die ja keiner eingebaut. Gerade in den USA, da sind ja Haftungsprozesse dann, die kosten sie ja praktisch das Überleben ihrer Firma. Die können sie Insolvenz melden, Bosch, wenn das nicht geklappt hätte mit den Airbags. Also von daher, wir haben Sie völlig recht, die Prüfung, die Normierung gehört dazu, aber auch da bin ich eigentlich optimistisch. Es ist nur knüppelharte Arbeit, auch für die Ingenieure, diese Prüfprotokolle zu erstellen.